noch mal zur Präsentation Schüttel Kunstwerke. Für Kunstkenner. Für Kunstkenner möchte ich das auch noch mal präsentieren. Und nun werde ich mal zum Aufzug wandern, damit ich den Poolbereich noch erreiche. Wunderschöner Aufzug, alles ist Gold. Na, das nenne ich einen tollen Aufzug hier. Alles mit Glas und sehr, sehr viel Goldverarbeitung. Oben Halogenleuchten. Sehr hübsch vom Design her. Ja, und nun werde ich mal in die untere Etage fahren. Denn da soll der Poolbereich sein. Ja, einmal diese tollen Malereien hier. Wunderschön. Wunderschön hier, zwei Drachen aufeinander zu steuern. Hier nochmal die Aufzüge präsentiert. Da oben kann man sie sehen. Und die Deckenmalerei, fantastisch, einfach genial. Ja, jetzt kommen wir hier zum Hauptraum, mal schauen, ob ich den Bau besichtigen kann. Ist doch auch ziemlich groß und gemütlich ausgestattet. Nun begebe ich mich zum Poolbereich. Dies ist die Außenterrasse. Hier kann man also auch sämtliche Getränke und Speisen zu sich nehmen. Und nun zum herrlichen Poolbereich, der doch geradezu zum Relaxen und Sonnen einlädt.
so herrlich zu stehen. Da? Toll. Wunderschön. Oh, das ist eine Futterstelle extra für Katzen eingerichtet. Na, das finde ich ja ganz freundlich von den türkischen Gästen. Also, dieses Hotel sehr katzenfreundlich eingestellt. Ja, also hier könnte ich ja nun wirklich glatt reinspringen, ne? Toll, oder? Wunderbar! Allein die darf auch nicht vergessen, mal die tollen Palmen zu filmen. Auch herrlich, oder? Da hinten nochmal. Wunderschön. Und hier schaut man sich mal die Fliesen in den Pools an. Top gepflegt, oder? Hier nochmal die gesamte Außenanlage präsentiert. Ich werde nun über die Brücke gehen. Die Pools werden auch jeden Tag gepflegt. Und hier kann man sich natürlich herrlich auch ausruhen, ja. Besonders in diesem hübschen Holzhäuschen. Der Weg führt mich nun zum Strand. Hier nochmal von hinten eine Aufnahme des Kempinski-Palastes. Gehen nun zum wundervollen Strand. Im Übrigen kann man hier den gesamten Strand entlang wandern und ein Hotel nach dem anderen schön besichtigen. Hauptsächlich 5 Sterne. Thank you.
hier noch einmal von hinten die gesamte Hotelanlage von Kempinski Hotel. Die haben auch ganz aufwendige, sehr, sehr schicke Hotelprospekte, wo alles abgebildet ist, auch Fliegen. Wassersportanlage, auch da hinten Wasserrutschen. Wunderschön. Ich werde nun zurück zum Hintereingang laufen. Ich möchte noch mal erwähnen, dass man auch hier Getränke, wahrscheinlich kleine Snacks zu sich nehmen kann. Wenn man vom Strand auskommt, kann man natürlich hier wunderbar erstmal duschen. Dann gemütlich innerhalb der Hotelanlage etwas trinken. Jegliche Dinge auch an der Bar, die ich auch noch gleich präsentieren werde. Und sich dann erstmal auf seinem Doppelzimmer oder den Suiten ausruhen kann. Hier, das muss noch erwähnt werden, mitten im Relaxpool auch noch eine Bar, eine Cocktailbar. Hier gibt es dann auch alle Arten von Cocktails, mitten im Pool. Super, oder? Wunderschön auch diese ganzen blumenden Pflanzen. Dieses Tischgerät ist hier ganz aufwendige Blume aus Gran Canaria, also auch hier in der Türkei vertreten. Nun in den Hintereingang wieder zum Hotel rein. Bin ich wieder am Hintereingang des Speiserestaurants angelangt, ja? Und werde nun in das Hotel wieder reingehen.